Willkommen hier am COTA, am Circuit of the Americans, zu unserem Ende der ersten F1 22 Audi-Karriere-Staffel. Probiert das mal schnell dreimal hintereinander zu sagen. Wir sind hier in Austin, eine tolle Strecke, und ich mal mir hier auch gute Chancen aus, denn es gibt natürlich neben diesen extrem langen zwei Geraden auch einen sehr kurvigen ersten Sektor. 20 Kurven und 5,5 Kilometer machen hier eigentlich schon eine spaßige Strecke. Und ich würde sagen, zwischen 11 und 12 werden wir von den Gegnern ein bisschen gefressen, geschluckt. Aber sollten wir es da überleben, könnten wir Gutes heute schaffen. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass ihr kein Video mehr verpasst. Lasst euch gerne ein Däumchen rum da. Schaut auch unbedingt gerne auf iTunes Gaming auf Instagram vorbei. Links wie mal unter dem Bio und vor allem auch gerne auf Fritz-Tobi. Macht die 13K bitte voll. Und ja, los geht's hier mal. Turn 1. Man kann später bremsen durch die durch diesen Berg auf. Aber ja, war jetzt auch eher nicht so semi unser Exit aus Turn 1. Ich habe fast den Sausage-Körper erwischt. Zack, zack, zack und zack. Wir spielen uns hier mit den Track Limits. Aber da geht alles gut. Es ist Purple im ersten Sektor. Wie genial wäre das denn bitte? Nur hier verpasse ich den Scheitel und muss die Grasausfahrt nehmen. Deswegen war es jetzt eher nicht so sauber. Hat mir jetzt nicht viel Zeit gebracht, weil ich dadurch natürlich dreckigere Reifen hatte. Aber ja, es ist natürlich so. Leider. Oh, Quersteher beim Rostbeschleunigen. Das war nicht so gut. Und ich denke mal, hier werden wir jetzt einiges an Plätzen verlieren. Denn die Autos sind natürlich immer noch einen Ticken schneller wie wir. Aber das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Wir konnten die ganze Geraden vorne bleiben. Das ist wichtig. Denn jetzt folgt nur noch der letzte kurvige Sektor, denn hier gibt es beinahe keine Gerade. Purple auch im zweiten Sektor, und das sieht verdammt gut aus, Leute. Wird das eine Pole Position heute? Ja, war auch gut. War auch gut, hier wieder ganz weit zu den Sausage Cups raus. Das war aber noch okay. Hier muss ich ein bisschen aufpassen mit meinem Setup da. Wird das Auto sehr leicht am Heck, und auch, hier haben wir jetzt ein bisschen was am Platz verloren. Ja, Track Limits hier sind natürlich eine Sache. Aber ja, in der letzten Kurve, jetzt wird es nochmal spannend. Nein, ich komme auf diesen Sausage Cup raus. Und es ist trotzdem P2. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und der Professor macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Russell, Sainz, Lewis Hamilton und Verstappen, Norris, Ricardo, Perez und Fernando Alonso, Ocon, Albon, Valtteri Bottas und Joe, Vettel, Gasly, Mick Schumacher und Kevin Magnussen, Stroll, Theo Pourchaire, Tsunoda und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So Leute, und los geht's. Wir starten in der ersten Startreihe hier in Amerika mit unseren größten WM-Rivalen. Los geht's, die fünf roten Lichter genauso. Und wir kommen ähnlich gut weg wie Charles Leclerc. Mein Start wird es nicht besonders gut sein, auch nicht. Aber ja, da kann man auch nicht viel machen. Ich halte hier drauf, aber lass ihn da genug Platz zum Atmen. Wir haben uns in keine Kollision oder irgendwas eingemischt. Ein sauberer Start, aber leider halt auch keinen Platz gut gemacht. Hier probiere ich nochmal alles rauszuholen, aber Charles ist unfassbar schnell, und jetzt habe ich ein bisschen den Hund drin gehabt. Das sind halt Flow-Kurven, und wenn du einmal aus dem Rhythmus draußen bist, dann ist der Flow leider auch weg. Gut, was soll ich euch sagen? Wir sind jetzt schon aus der Sekunde draußen. Das ist unfassbar, wie schnell dieser Ferrari ist. Alter, guckt euch das an. Der Exit ist verdammt wichtig, und ich muss halt auch unbedingt probieren, im DS-Fenster zu bleiben, weil das wird unsere einzige, erstens mal Überlebenschance, da vorne zu bleiben, und zweitens mal natürlich auch Chance, Charles anzugreifen. Aber im Windschatten, der Effekt ist toll. Wir konnten hier wirklich 3,5 Zehntel aufholen. Also das ist nicht so, dass man hier langsam sind, aber es wird trotzdem unfassbar spannend und knapp, denn hier an Leclerc vorbeizukommen. Unsere Pace scheint zwar da zu sein, das Ding wird aber halt sein, dass sie nicht auf Dauer da ist. Also, wir haben einen harten Reifenverschleiß, und auch im letzten Sektor sehe ich, da sind sie um einige schneller. Gerade um diese langen Kurven
also um diese schnellen Kurven, da sind sie richtig verdammt schnell. Und ja, Purple natürlich, der ist jetzt 1,1 Sekunden weg. Das Gute ist natürlich, dass wir auf der langen Geraden ohnehin aufholen. Ich muss es halt schaffen in den SCs und gerade noch in dieser Runde im Sekundenfenster zu bleiben. Sonst wird das nichts, denn auch Verstappen wäre im DRS-Fenster. Dahinter ist ein bisschen abgerissen mit George Russell. Oh mein Gott, Leute, es wird unheimlich knapp. Aber mal gucken, die Replay. Wir sind das rechte, erste Auto, ja, das sind wir wirklich. Und los geht's, wir kommen gut weg. Aber zu sehen ist auf jeden Fall, dass Russell einen unfassbar guten Start hatte. Also wenn Leclerc da jetzt nicht unbedingt mich abgedeckt hätte, hätte, denke ich mal, Verstappen eine gute Chance gehabt. Russell eine gute Chance gehabt. Ich hätte eine andere Linie wählen sollen, dann hätte ich vielleicht bessere Chancen gehabt. Leclercs erste Kurve war nicht so besonders. Wir sind in der dritten Runde, haben es geschafft, im DRS-Fenster zu bleiben und sind jetzt verdammt nah an Leclerc dran. Und Verstappen ist jetzt Gott sei Dank aus dem Fenster draußen. Das Ding ist halt, die Reifen machen allmählich schlapp und oh mein Gott, ja, da kommt der Pendler. Das war jetzt eher, jo, nicht so gut. Das war gar nicht gut. Ich hoffe irgendwie, dass wir da noch wieder drankommen. Start und Ziel, glaube ich, gibt es ja, ja, gibt es natürlich DRS. Und dann können wir schon mal probieren, vielleicht nochmal uns dran zu sorgen. Aber überholen wird den Turn 1 nicht gehen. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall spannend, denn vielleicht können wir auch strategisch was probieren. Ja, es ist halt schwierig, denn wenn du wirklich so knapp zu den Hinterleuten bist, jetzt mal zu Verstappen in erster Linie, aber auch Russell und Sainz, die fahren da beinahe nebeneinander oder übereinander. Also die Zeiten sind so knapp beieinander und da müssen wir echt aufpassen, dass wir dann halt eher nicht uns verzwicken mit der Strategie oder einem Undercut. Heißt dann gleich irgendwie, du fällst, ja, erst. Ein Undercut heißt dann, du fällst dann irgendwie, ja, weiß nicht, gleich so ein, zwei Plätze, wenn es 2 Sekunden länger dauert, auf den 5. Platz zurück. Und ist mir das Risiko echt wert? Ich weiß nicht. Ich meine, ich muss auch ans Team denken. Konstrukteurs-WM ist viel mehr wert, weil wir brauchen ja das Geld, um das Auto weiterzuentwickeln. Also in erster Linie müssen wir natürlich schauen, dass wir die Punkte mal ins Ziel legen. Aber da wäre natürlich schon schön, hier in Austin den Win zu feiern. Aktuell sieht es leider nicht so aus. Leclerc kann immer wieder kontern. Er findet immer wieder eine Antwort. Wenn ich ihm eine Aufgabe stelle, findet er immer wieder hier Antwort auf meine Angriffe. Das ist wirklich toll. Also that's Racing. Das ist leider modernes Racing. Jetzt ist auch wieder Verstappen hier dran. Und ich muss jetzt, ich gerate ein bisschen in Zugzwang. Denn ich muss jetzt an Leclerc dranbleiben, sonst ja, ist Verstappen auf der langen Geraden vorbei. Und ja, jetzt ist halt die letzten ein, zwei Kurven noch die Entscheidung. Gehen wir in die Box, probieren wir einen Undercut und ja, da entscheide ich mich klar für ja. Denn bevor mich Verstappen und ich jetzt ja noch weiter zurückfallen, indem ich ein bisschen mich wehr gegen Verstappen, macht das nicht viel Sinn. Also probieren wir es gleich mal. Reifen wir eh schon ein bisschen durch. Und da können wir auch was anderes probieren. Auch der Motor schaut nicht mehr so stabil aus. Da sollten wir wirklich bald was machen. Purple natürlich. Schauen wir mal, was hat die Box so drauf? War okay, 2,4. Ja, geht besser. Aber ich würde sagen, das ist toll. Wir kommen nicht auf den letzten raus, weil der Williams verdammt weit hinten ist. Da gab es anscheinend eine Startkollision irgendwie mit Albon oder so. Kein Plan, habe nicht gesehen. Aber ja, jetzt heißt natürlich, diese Runden dürfen wir nicht verkacken. Jetzt ist noch keiner in der Box, aber wir sind immerhin schon mal an GoTiffy dran. Es hat eine Runde gedauert, überhaupt an ihn hier dran zu fahren. Also das zeigt schon mal, das Fahrerfeld ist mit den roten Reifen schon sehr schnell. So, hier gehen wir nach innen. Hier hat eigentlich ja Latifi keine Chance irgendwie zu kontern. Ich hoffe natürlich auch, dass diese Fights nicht allzu lange dauern und dass wir hier jetzt nicht, ja, durch diese Fights noch weiter zurückfallen. So, jetzt auch Yuki Tsunoda. Das ist ganz einfach. Ja, zwar auch DS, aber wir haben natürlich die frischeren Reifen, konnten da besser aus der Kurve rauskommen. Uns kommt auch, ja, natürlich an ihn vorbei. So easy. Ja, es ist natürlich so eine kleine Kampfgruppe da vor uns. Das ist unser Teamkollege führt dort Theo Pouchier und Lance Stroll an. Und das ist halt echt, ja, hier Strolli, den holen wir hier mit dem Reinbremsen. Ja, Mann, Alter, schau doch, ich komme da auch. Aber jetzt kommt dann Guan Yu Zhou und Theo Pouchier, die zwei, ja, Pouchier wird in die Box abbiegen. Und jetzt ist was Interessantes da unten links auf der Minimap. Die Spitze, also die Führungsleute,
in Folge von George Russell und auch natürlich Charles Leclerc. Ah, der Pendler war nicht gut. Sind in der Box und mal gucken. Jetzt wird es interessanter. Wir kommen im Windschatten an Guan Yu Zhou dran. Da links ist Verstappen und ja, jetzt wird es ganz eng. Nur nicht verbremsen, das mache ich hier. Ich fahre meine Teamkollegen rein, ich Idiot. Es war so knapp, links einer, rechts einer. Und ich wusste, wenn ich mich verbremse, ja, ist es leider ein bisschen blöd gelaufen. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Mir kein Flügelschaden und auch meinen Teamkollegen nichts. Es wäre natürlich von der Strategie her ein bisschen besser gewesen, wenn Charles Leclerc hinter Theo rausgekommen wäre. Aber ja, so müssen wir uns jetzt leider... Ja, das war natürlich dumm, wie mich Leclerc hier ab... wie mich Puschier hier abwehrt. Das ist echt blöd. Dann holen wir uns ihn jetzt hier auf der Geraden. Es ist natürlich jetzt, wir sind wieder nur in dieses knappe Sekundenfenster hinter Leclerc zurückgefallen. Und meine Hoffnung ist natürlich auch noch, dass da vorne ein paar vielleicht mit Gelb fahren. Dass wir auf so ein paar Überrundungen, würde ich jetzt mal sagen, also auf so ein paar langsamere Autos auflaufen und die dann einfach uns catchen. Aber das ist natürlich jetzt nicht so einfach, denn wir fallen immer wieder aus dem DRS-Fenster raus. Und das ist ja immerhin erst die Hälfte vom Rennen vorbei mit dieser Runde. Also jetzt gehen auch alle anderen in die Box und wir werden wieder den zweiten Platz über. Ja, come on. Dann nehme ich... Ach, das ist... Ja, Mann, das war scheiße. Wieder die Sausage Curbs mitgenommen. Und Russell bleibt... Interessant, er bleibt wirklich Dritter. Wir sind jetzt in der 8. Runde. Und ja, ich habe... Wir sind halt in den komfortablen zweiten Platz. Ich habe so ein bisschen die Chance aufgegeben, noch an Verstappen dran, an Leclerc dran zu kommen. Der ist so schnell, er weiß immer eine Antwort. Also das ist halt so ein bisschen wie dieses moderne Fahren. Jeder fährt zwar hintereinander her, aber man hat irgendwie auch keine Chance, da vorbeizukommen. Es ist ein Wahnsinn, was für eine Pace diese Ferrari haben und warum Sainz auf dem fünften Platz herumguckt. Die Vorderreifen machen sich allmählich bemerkbar. Ich war ja natürlich zwei Runden früher als Leclerc drinnen. Und das ist natürlich auch noch ein Faktor. Aber ja, ich denke mal, ich werde den zweiten Platz ins Ziel retten. Ich habe doch so ein bisschen aufgegeben, mich an Leclerc da dran zu arbeiten. Denn es macht keinen Sinn. Es ist ein Wahnsinn. Immer bis 1,2 eine Sekunde, aber nur halt wirklich diese 1 Sekunde, ein paar zerquetschte Tausendstel. Und ja, wir kommen einfach nicht in das fucking DS-Fenster. Wäre ich drin, hätte ich wahrscheinlich viel mehr Glück, dass wir da dranbleiben und vielleicht da vorbeikommen. Aber ja, ihr seht auch hier die Reifen, die bauen da richtig schnell ab. Jetzt pro Runde schon 3% oder noch mehr dazu. Es ist natürlich erst 14%, aber es wird natürlich immer mehr. Und auch ein Russell kommt näher, auch Verstappen kommt näher. Und ja, leider halt kein Leclerc, der fährt da davon. Es ist toll für Ferrari. Ich gönne natürlich auch Leclerc den Win. Aber ja, ja, hat er nicht eh schon Weltmeisterschaft? Nein, hat er noch nicht, Blödsinn. Blödsinn, er hat noch nicht Weltmeisterschaftstitel gefeiert. Aber trotzdem, also Leclerc wirklich zu strong für mich heute. Das ist toll, wie zu sehen. Also für mich nicht, aber ja, vermutlich für die Ferrari-Fans, die ja enttäuscht worden sind letztes Jahr. Ja, es sind schon 2,1 Sekunden und der fliegt da vorne, der Junge, der fliegt. Gucken wir uns auch mal ein paar Replays an und das ist hier diese Szene zwischen mir, meinem Teamkollegen Verstappen und ich glaube das ist Guan Yu Zhou. Also es war so knapp und der hat dann auch noch hier einen Zupfer, habt ihr es gesehen? Theo hatte hier auch noch einen Zupfer drinnen, weil er anscheinend im Windschatten noch von Leclerc war. Und ja, das war dann leider sehr dumm. Also ja, da kann ich nichts für. Es tut mir da echt leid für meinen Teamkollegen. Aber ich würde sagen, es ist eh noch Glück im Unglück für ihn da gewesen. Würde ich mal zugeben auf jeden Fall. Ja, und wir sind in der letzten Runde, Leute. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
nur noch die paar Kurven. Es sind schon 2,6 Sekunden. Jetzt habe ich so ein bisschen nachgelassen, den Druck rausgenommen, die Pace auch natürlich den Reifen geschuldet. Aber ja, ich muss auch ein bisschen jetzt an mich denken, weil Russell kommt immer näher und auch den Motor, den geht es nicht mehr so extrem gut. Der ist schon ein bisschen gelb. Leclerc gewinnt das Ganze. Natürlich verdient, das war tolle Leistung und da waren wir leider chancenlos heute. Die Pace war, die hat gefehlt, leider. Also ich hätte vielleicht die Chance ergreifen sollen, an Momenten, wo ich vielleicht, ich bin Fahrer des Tages geworden von 2 auf 2, ich hätte vielleicht die Chance nutzen sollen, an einem Moment, wo ich nah dran war, gerade im ersten Stint, aber Ferrari, ja, das ist wirklich, dann hätte ich vermutlich auch, das hätte ich vermutlich auch nicht über die Ziellinie bringen können. Es ist schon abnormal, wie schnell dieser Leclerc heute war. Ach, George Russell steht auf dem Podium. Gut für ihn, wieder mal Mercedes auf dem Podium. Ich denke mal, die Konstrukteurswertung wird jetzt auf jeden Fall noch mehr gelaufen sein, denn beide Ferrari in den Top 5. Aber das werden wir alles noch mal kurz uns angucken nach der Siegerehrung. Hier ist er nun, Charles Leclerc. Aha. Yes! Tolle Leistung. Echt gut gefahren. Aber ich sag dir, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir gegen den gefahren sind. Der ist wirklich mächtig in dieser Karriere. Immer, immer, wirklich. Fällt mir auf in unserer ITU My Team Karriere mit ITU Racing, falls ihr euch erinnern könnt, ich verlinke es euch gerne oben. Da war auch immer Leclerc so strong. Beide Ferraris, immer Doppelsieger und so. Also das ist wirklich abnormal, wie gut die da wirklich herumcruisen. Tolle Leistung von denen, wirklich. Und wir nehmen die 19 Punkte, die schnellste Rennrunde gehört ja auch uns, also wir nehmen die 19 mit und das ist, mit denen können wir uns echt zufrieden geben. Also WM ist, denke ich mal, mit diesem Ergebnis gelaufen, also vielleicht ist der zweite Platz noch drinnen, ich glaube mit Verstappen sind wir da eh eher näher, aber generell eher das Rennen der Aufholjagden, auch Magnussen von 18. Platz auf 13, ja, hier, ja, Norrie von 7 auf 5, auch Paris von 9 auf 7. Also jeder hat ein bisschen profitiert oder ein bisschen aufgeholt. Also ja, das war toll auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir haben Verstappen als Rivalen, das ist gut. Das ist sehr gut, denn den konnten wir heute auf jeden Fall stehen lassen. Also wir haben die schnellste Rennrunde, wir haben das Podium und wir haben auch keine Strafe. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und Theo Pocher, das war, ja, heute kann ich nicht viel dafür, denn ich war da eigentlich schuld, dass ich in da, ja, reingefahren bin. Das macht mich ein bisschen sad, es tut mir leid, Theo, aber ich glaube, er wird es verkraften. Gut, Strapazierfähigkeit werden wir auch noch investieren. Ja, geben wir wieder die 1900, ich denke mal, jetzt habe ich nicht mal mehr, doch 1200 immer noch. Ein bisschen Tagesplanung, es ist nicht lang bis zum nächsten Wochenende und wir werden auf jeden Fall in die Weiterentwicklung für nächstes Jahr investieren, denn das Auto, denke ich mal, für diese Season ist eh schon gelaufen und dann entwickle ich lieber in die nächste Season. Wir sind ja weit hinten, also es ist, denke ich mal, der fixe vierte Platz. Wir werden noch mit McLaren kämpfen. Schaut gerne auf TikTok vorbei für mehr Clips und abonniert gerne den Channel kostenlos, dass ihr nichts verpasst. Links mal alle unten in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ja, vielleicht sehen wir uns auf TikTok später und ciao. Mexiko, ich freue mich extrem. Ciao.